Nein, da hängt nichts raus. Hallo, guten Tag. Es ist Samstag heute hier bei uns. Wenn ihr das Video seht, ist Sonntag. Es ist doch Samstag, oder? Ja, Ja. bist du doof? Ja. Glaube ich dir. Wir haben heute einiges vor. Die Männer wollen heute shoppen gehen in Recklinghausen. Da ist Palais-Fest. Die brauchen unbedingt Winterjacken. Also nicht Winterjacken. Bernds Winterjacke ist der Reißverschluss kaputt und da ist so ein Geschäft extra für die Jacken und dann reparieren die das direkt vor Ort. So hoffen wir. Das haben die nämlich schon mal gemacht. Und Calvino kriegt eine neue Softshelljacke, weil er ja mit dem Fahrrad zur Schule fährt und dann, du kannst es sehr gut eben wegbringen und dann, Edeka, nicht zum Aldi. genau, dann kannst du dir da Da kannst du dann noch was holen, was auch immer du dir holen möchtest. Was wo ich jetzt? Achso, der fährt ja mit dem Fahrrad zur Schule und jetzt wird es echt frisch morgens, aber dann wird es warm. Also zu warm für eine Winterjacke, deswegen brauche ich eine wasser- und winddichte Softshelljacke. Und jetzt, warte, ich helfe dir eben. Warte, warte, Smurfy ist hier. Smurfy, komm hier. Ich hab ihn. Bis gleich. Ach so, um 15 Uhr kommt Essen hier hin, ne? Viel Spaß. Ja, danke. Bis gleich, Kalle. Eine Uhr hast du ja, ne? Also aufpassen, da ist Glas drin, ne? Nicht, dass er damit Ja. schleudert. Eine Uhr hast du. Da ist Glas drin. Schleudert Hier ist immer Action. Das ist doch nicht Hat normal. er schlechte Laune? Nein, alles gut. Aber so, es ist so typisch. Ich mache die Kamera an, der Hund bellt, Kind bellt, du, alle wollen was. Ja. Und deswegen hat der Calvino eine Softshelljacke. Der Papa hat uns schon getrackt, wo wir dann bleiben. Die auch begrüßen kann, ist ja schlimm. Nein. Das macht er ganz gerne, der Daddy Gong, zu gucken, wo wir sind. Wir wurden gefragt, warum Gong? Warum sagen wir immer Gong? Das ist entstanden, die Geschichte. Ich erzähle es noch mal kurz. Wir waren einkaufen bei DM, es war Lockdown. Und dann hatte die Morla sich in die Hose gemacht und wir mussten halt die Windel wechseln, mussten raus aufs DM, konnten dann aber unseren Wagen, Einkaufswagen voll da stehen lassen, Windel gewechselt. Und zu dem Zeitpunkt, weil Lockdown waren, durften nur, keine Ahnung, wie viele Menschen in diesen DM rein. Wir sind dann wiedergekommen vom Wickelraum, an der Schlange sind wir vorbeigegangen und haben unseren Einkaufswagen genommen und sind halt weiter einkaufen gegangen. Und dann haben die, was? Hast du das mitgebracht oder habe ich das Was vergessen? hast du mitgenommen, das Brot, was ich gestern gebacken habe? Haben die Menschen halt so gerufen: Entschuldigung, Entschuldigung, Sie dürfen hier nicht vorbei. Wir stehen alle an, Sie müssen sich hinten anstellen. Was? Will ich Also jetzt? so ist es mit dem Gong entstanden, Du lass oder? mich erst zu Ende erzählen, dann Okay. erzählst du deine Geschichte, deine Variante. Und dann ist es entstanden mit Titi Gong, Daddy Gong. Und Molly Gong und alle Gongs. Und was ist jetzt deine Geschichte? Das war auch einmal da, das Wort. Keine Ahnung, aber das war ja nicht wegen der Schlange. Etty! Natürlich, Hey! weil die dann alle Entschuldigung gesagt haben und wir ja schon vorher wussten, dass die. Aber das Ursprungsgong war von jemand anders. Was war denn das? Erzähl mal. Ich kann es ja zur Not. Weil die immer so, Entschuldigung! Ach so, echt? Ja, davon war das. Erzähl das nicht, warum nicht? Ja, okay. Jedenfalls, wir nehmen euch mit. Wir gehen nachher in, wie gesagt, Palais Fest, ein bisschen Shopping. Und wir schlafen heute am Wohnwagen, denn morgen ist ja wieder Trödelmarkt. Und natürlich sind 90% Regen vorhergesagt. Nein, Trödelmarkt ist da hinten, also hier seht ihr, ist das Aldi-Schild. Da ist Aldi und Edeka ist dahinter. Und auf diesen Parkplätzen ist Trödelmarkt. Und wir machen hier, wir haben hier eigene Parkplätze vor der Tür, damit wir keine Standgebühr bezahlen müssen. Erstens machen wir hier Trödelmarkt und zweitens haben wir hier Toilette, der Wohnwagen. Ich halte den Hund fest. Und dann ist das viel gemütlicher, so ein Trödelmarkt. Wir können halt uns Essen machen, Toilette. Der Hund ist dabei. Alle sind dabei. Ja, da kommt jemand, Smurfy, ne? Ein Kunde. Alle
Kunden lieben Smurfy. Immer ja. Sofort, oh, als er ein Welpe war, wie immer so streicheln sie den nicht. Gefragt, ist der Hund gar nicht da? Ignorieren sie den Hund, weil der immer hochgesprungen ist natürlich bei den Leuten und alle so, oh ja, komm her, mir macht das nichts. Alle haben Leckerchen dabei gehabt. Ninjo, du magst alle Kunden. Wer kommt da? Er setzt sich schon hin, weiß ich nicht. Sitzt noch im Auto. Genau, da ist der Wohnwagen, der ist ja soweit jetzt eingeräumt. Wir brauchen immer nur unsere Anziehsachen mitnehmen, das ist richtig praktisch. Ja, der Rest bleibt ja fest jetzt da drin. So, wir sind schon im Palais und es ist mega, mega voll. Wir essen jetzt erstmal was. Es ist so, so voll. Und wir wissen nicht, was wir essen sollen. Also Calvino nimmt sich Burger King und wir laufen hier lost rum und schauen uns erstmal an, was es alles so gibt. Ich hätte Lust auf Indisch, aber das war so sehr fleischlastig. Fleisch, Fisch und Garnelen. Bitte? Meinst du Burger King? Falafel drin, alles außer Tomate, Gurke bitte. Mit Schafskäse und scharfe Soße bitte. 87. Ich hab beide Cola und ich hab Wasser. Ja, gerne. Nein, ich hab mit Livia Wasser und du hast Cola mit Bären. Ich dachte, ich hab mit Livia Cola. Nein, ich weiß, ich will die nur einmal zeigen. Pommes gab es vom Holländer, also hier ist so ein holländischer Pommesstand und wir haben jetzt Falafel drüben und Calvino hat eine Salattasche. Und das ist hier so ein türkischer Stand, Dönerstand oder wie auch immer und die haben so orientalische Musik laufen und das hat mich total an Urlaub erinnert. Ja. Warte, ist heiß. Aber auch Tzatziki. Bernd hat Pommes Spezial mit Zwiebeln, Mayo und Currysoße. Schreibt mal, ob ihr das kennt. Das gibt verschiedene Namen. Pommes Spezial, wie auch immer. So heißt es bei uns, Pommes Spezial. Livia? Noch heiß von innen. Ja? War L, hat er eingegeben. Und ich habe die normalen Pommes genommen vom Dönermann, weil ich mag die nicht vom Holländer. Ich mag die schon, aber ich mag lieber die kleinen. Ja, schmeckt dir das? Mmh, Pommes mag jedes Kind, oder? Der ist eigentlich bitte schön, junge Frau. Die sind ekelhaft. Warum? Sie quatscht mit ihrer Pommes hin, da. Das ist halt wie Epi. Ekelhaft. Schluck? Nein. Ich wollte mir angewöhnen, ihre Pinchen mitzunehmen. Sie sagt, warte, ich stopfe mir das eben ganz rein in die Schnute. Ein Schluck Wasser. Lass es dir schmecken. Guten Appetit. Schmeckt? Sie mag Pommes. Ja, langsam, ne? Langsam. Falafeltasche. Yum, yum, yum. Dann kannst du da hinlegen oder so. Ich hab die durchgerissen, wo ich. Ist jetzt halt eine Herrenjacke, ne? Ein S, muss ich gucken, vielleicht ein bisschen groß. Wir schauen mal. Ah, die ist zu groß, ne? Aber die ist richtig geil. Er sagt, die ist richtig geil, aber die ist ein bisschen groß. Das ist jetzt eine Herrenjacke in S. Mach mal zu. Die ist aber wirklich cool mit der silbernen Kapuze und so, ne? Warte, Livia. Und für dich gibt's keine? Ja, keine Übergangsjacken, aber ich finde die halt ein bisschen dick.
Würde ich ihn ja nochmal größer nehmen für ihn. Für ihn größer? Nein. Ein Jahr passt er da nicht mehr rein. Ja klar, Bernd, aber du kannst ihn nicht... Das sieht fürchterlich aus, wenn er die noch größer nimmt. Setz mal Kapuze auf. Das ist S. Ist das so ein grober Reißverschluss oder so ein feiner? Keine Ahnung. Guck du mal, Bernd. Aber das ist eine Frauenjacke, oder nicht? Nein. Du bist hier in der Herren. Hier, was steht da? MOL Womanhood. Woman? Man. 229 Euro. Boah. Die gefällt dir nicht? Okay, Glück gehabt. 229 Euro. Hier sind doch so. Der liegt da. Softshell-Jacken. Danke, Daddy Gong, dass du das aufhängst. Ich mag halt, die haben den Reißverschluss so schön grob. Ja, sowas ist doch gut. Ist die. Müssen wir mal fragen, ob die auch Wasser abweisend ja. Und Wind abweisend ist. Gefällt die dir? Nein. Warum denn? Voll hässlich. Also wenn ich die anhabe. Ich dachte, die ist schön, aber nein. Die richtig gut. Ja. Nein. Schaut mal, wir haben sogar Sale. In Anführungsstrichen nur 100 Euro. Die ist so schön, aber zu klein. Die wollte ich gar nicht anprobieren. Oh, schade. Und die hier auch XS. Ist immer XS, was im Sale ist. Aber die habe ich in schwarz. Ach, schade. So schön. XS passt keiner rein, deswegen ist das im Sale. Das ist XL. Wir sind jetzt gar nicht fündig geworden, weil Bernd wollte gerne mit Kapuze für sich haben. Für die Herren gibt es keine Kapuzen bei Softshelljacken, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und Calvino haben die nicht so gefallen. Und Winterjacke brauchen wir für Calvino auch nicht. Weil, haben wir gesagt, dieses Jahr hat er ja noch eine und nächstes Jahr, also es ist der letzte Winter, nächstes Jahr sind wir ja eh im warmen Winter. Ja. Da ist unser Auto. Was ist denn hier für ein Music? War das auch, als wir angekommen sind? Ja, dann haben wir es geschafft. Nur eben gegessen und in dem einen Laden war ja ein günstiger Ausflug. Ja, wir mussten ja keine kaufen, wir wollten nur gucken. Wir gehen spontan noch in Action. Hier ist auch Kick, da wäre ich auch gerne reingegangen. Kick ist da auch, da. Aber die haben schon zu, weil es ist ja schon Samstag. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 18 Uhr oder so, ne? Möchtest du die Jacke mitnehmen oder soll ich die ins Auto tun? Oder ich brauche meine Maske noch. Du kannst auch meine haben. Sonst noch was aus der Jacke? Nee, ne? Mhm. Weiß ich nicht. Portemonnaie habe ich, Handy habe ich, Schlüssel ich da oben drauf, brauche ich nicht mehr. Okay. Bis gleich. Mit dem Wohnwagen habe ich halt gedacht, nicht so besuchen, das wäre ja, ja. Gut. Ja, deswegen, weil Bernd sagte, weil ja morgen Regen angesagt ist, wir können auch mit dem Wohnwagen jetzt ja woanders hinfahren und Bernds Eltern sind mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich brauche keinen Korb. Und dann könnten wir die besuchen einfach mit dem Wohnwagen. Jetzt haben wir versucht, die zu erreichen, wo die stehen. Weil wenn die auf so einem Platz stehen, wo Wohnmobile nur erlaubt sind, dann können wir da ja nicht hin. Aber wir haben sie noch nicht erreicht. Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön, aber ich brauche sowas nicht. Ich habe ja mein Bullet Journal, was ich nicht mehr führe. Ja, wir stöbern ein bisschen. Ich habe gerade auch im Edeka Leckerchen fürs Murphy geholt. Da gab es von Frohlich. Ich weiß, Frohlich ist nicht gut. Aber ja, haben wir mal ganz ungesunde Leckerchen für unseren Smurfy geholt. Cleansing Lotion mit so einem Massageding. Oh mein Gott. Wir brauchen Teller für einen Wohnwagen, so Plastikteller für Frühstücken, weil wir hatten so Brettchen
von zu Hause mitgenommen, die waren schon so abgenutzt und abgeranzt. Und wir essen lieber von so Tellern, dann gehen die Krümel nicht so komplett runter. Und deswegen gucken wir hier mal. Wir wollten so Plastikteller, wir haben ja für warme Gerichte haben wir uns Porzellanteller geholt, weil ich gehört habe, dass diese Melaninen oder was auch immer diese Teller sind, diese für Wohnwagen, wenn die warm werden, können die so ein giftiges Zeug absondern. Deswegen haben wir Porzellanteller für warmes Essen genommen und ja, Plastik für Frühstücken und so. Gucken wir. Hast schon welche? Drei Stück. Ja, ich würde vier nehmen, weil wenn wir mal so Paprika schneiden oder so. Gibt nur drei. Gibt nur drei? Ja, ich... Ich komme gleich. Mucki, ja, da fragen auch immer viele, was mit Mucki ist. Der Kanarienvogel, den wir von meiner Mama geerbt haben, die ist ja gestorben, meine Mama. Der ist gestorben, der Kanarienvogel. Wir hatten den 5 Jahre oder so. Dann ist der gestorben. Soll ich ein Körbchen holen? Ja, bitte. Eben doch ein Körbchen. Das ist meistens so, ne, dass man dann ganz viel einkauft. Sag mal. Ja, ich finde das schön, dass die so ein bisschen hoch sind. Da rutschen dann die Krümel nicht so schnell runter. Ja, schön. Leider nur drei, aber wir müssen ja immer noch mal drei andere holen. Genau, machen wir. Ich habe hier ein bisschen geguckt, aber wir brauchen so nichts von hier. Ja, habe ich ja erst alles. Ja. Aufgepasst. Molly, möchtest du was zum Basteln haben? Hey, nein. In einer hoppelt, hoppeln alle, ne? Wir haben die auch so Pappstrohhalme. Zu Hause benutzen wir ja Metallstrohhalme. Und wo wir jetzt gerade essen waren, da gab es so hier, so Holz. Löffel und Gabeln. Und wenn man davon isst, auch von McDonald's, das Eis ist ja jetzt auch mit Holzlöffeln. Das ist so ekelig. Ich kann mich damit überhaupt gar nicht anfreunden. Ich habe schon überlegt, mir einen eigenen Löffel. Hier, haben sie Plastikbesteck? Mitnehmen einfach. Dann, wenn wir essen gehen. Aber das vergisst man dann ja auch, ne? Das mitzunehmen. Aber das ist wirklich eklig. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, von so Holzbesteck zu essen. Die sind auch schön. Für unterwegs. Drüben haben sie auch noch schöne Kunststoffteller. Mit Schraubverschluss. Die nehmen wir eh nicht mit Schatz, oder? Doch, ich nehme die. Nehme die nicht, aber ich habe meine Alu-Wasserflasche, die habe ich zu Hause. Oder im Wohnwagen, wenn ich mit Livia unterwegs bin. Achso. Das hier ist, glaube ich, noch hier. Ach so, das ist Glas. Ne? Oh, die sind auch schön. Guck mal, die Tasse. Oh, das ist ja voll so meins. Ne? Guck mal, die Tassen. Ist die nicht schön? Herrlich. So wunderschön. Aus Ländern, wo wir jetzt ja, ich weiß. Ich weiß, du hast ja recht. Aber die ist trotzdem wunderschön. Kissen für den Wohnwagen. Haben wir noch ein paar schöne? Wir haben so viele Kissen. So viele Kissen. Molly, kannst du mir mal die Arme auf? Okay. Molly braucht das benutzt man doch auch nicht. Oh, das ist Glas. Trinkflasche mit Schutzhülle. Das ist cool. Kostet die 99 Cent. Wasserflasche frostet. Glas, auch Glas. Guck mal, das sind Glasflaschen. Ja, aber schwer. Na, für unterwegs, für mich und Morli, habe ich gedacht. Einfach so eine kleine 400 Milliliter. Die hat eine Schutzhülle, dass sie nicht kaputt geht. 99 Cent. Ja, mache ich auch. Ja, weil war oft schon, dass ich mit ihr mit dem Rucksack. Und dann ist eine 1,5 Liter Flasche zu viel. Und Glasflaschen nehme ich dann auch nicht mit.
Isolierflasche Edelstahl. Was meinst du, ist besser? Dann ist die doch noch besser, oder? Was denn? Edelstahlflasche, als besser als Glasflasche. Geht halt nicht kaputt. Ja. Würde ich halt nur immer Wasser reinmachen. Ja, ja, die ist dann nur für Wasser. Lass ich die noch mitnehmen. Ja. Oder? Welche Farbe? Egal. Mit Vogel oder? Und mit Vogel. Wir nehmen mit Vogel. Gucken, ob der Deckel auch wirklich passt. Ja. Passt. Dann bringe ich die Glasflasche eben wieder weg. Ah, dann habe ich irgendwann Scherben bei mir im Rucksack. Ich sehe es schon kommen. Bist du im Raum noch? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, den Boden war vielleicht Salat oder so, aber haben wir ja Schüsseln aus Porzellan, oder? Ja, aber wir wollten auch mal, hatten wir eine Phase, da wollten wir immer türkischen Tee trinken, weißt du das noch? Ja, ja, haben wir aber nirgendwo so. Ja doch, aber haben wir nicht geholt, weil... Ja, wir haben das nirgendwo gekriegt, außer bei Amazon, oder wollten wir nicht. Das wollten wir nicht, genau. Und Gläser hatten wir auch nicht und dann wollten wir die auch bei Amazon bestellen, aber guck mal. Ja, im Supermarkt, ne? Deko-Abteilung gucken wir gar nicht erst, ne? Haben Lacke wollen wir auch nicht. Nein. Oder? So braucht man nichts, ne? Ne, nur die Teller. Nüsse, das ist für Vogelfutter. Ja, ja. Nein. Den Hip-Hop-Skeletor. Der kann bestimmt tanzen. Also, ach ja, Halloween, genau deswegen. Ich habe letztens erstmal erfahren, wovon Halloween ist. Kennst du die Sage von Halloween? Warum die das Süßes feiern? Süßes und Saures, das heißt in Amerika. Weiß ich nicht, man muss jetzt lügen. Ich habe es mal. Also, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, das ist das mit dem Kürbis vor die Tür. Das Kind, welches abgeholt wird. Okay. Da kommt der Kürbis vor die Tür. Und deswegen gibt es Menschen, die das nicht feiern, weil das so makaber ist. Sie will jetzt den Teddy haben. Ja, okay. Du weißt, wer den dann auch haben will. Hallo Molly, ich bin Teddy. Oh, sie sagt, der ist süß. Und der hat gar nicht so Plastikaugen. Weil die wird als erstes das Murphy raus operieren. Ja, sollen wir einen mitnehmen? Ja, das Problem ist... Das Murphy wird den auch lieben. Ja. Dann gibt's Streit. Oder wir nehmen hier so einen Peppa Pig. Ja, noch besser. Peppa Pig, Livia? Quack, 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 quack. Da freut sich der Calvino aber. Oder die Kleinen, Peppa Pig, 2 Stück. Nein. Kostet die Hälfte. Wir nehmen gar nichts mit. Wir haben ganz viele Kuscheltiere. Jetzt machst du sie heiß und dann kriegst du hast nicht. Ihr das vor die Nase gehalten. Die hat das in 3 Sekunden wieder vergessen. Nein, die ist verliebt. Nein. Guck mal, wie sie guckt, jetzt weint sie. Nein. Gib ihr hier die Flasche, da spielt sie auch mit. Guck mal, Einhorn-Dinger. Einhorn-Quietsche-Enden. Der hat auch voll Spiel. Baby Shark. So schöne Sachen. Die waren voll in die Haxen getreten, aber da wieder stehen geblieben ist. So ist er halt. Es hat sich erledigt, wir fahren nicht zu Bernds Eltern. Die sind schon wieder zu Hause. Also schlafen wir jetzt doch hier am Laden und hoffen, dass morgen trocken ist, dass wir... Die Mola sagt, morgen wird es regnen. Molly ist gemein. Der hässliche Biest, mein Schatz. KitKat und mit Schokosoße. Genau. Schokosoße? Nochmal extra oder wir können auch ohne extra? Ach, ohne extra. Ja, dann... Ach, jetzt ist das KitKat mit Schokosoße. Okay, ja. Was nimmst du? Ich nehme ein Blackberry Original mit KitKat und Schokosoße und doppelt KitKat. Ah, cool. Ich nehme wie immer. Okay, also ein McHandy Original. Original. Diesmal haben wir auch beide Bons mitgenommen. Letztes Mal hatten wir nämlich nur den zum Bezahlen und haben dann, welche Nummer haben wir dann? Haben gewartet, gewartet, gewartet. Weißt du es noch? Mhm. Ja, und dann hing der da noch. Na, dann ging's. Geht das an? Hm. Nee. Ich glaube, das ist auch zum Bestellen. Nein. Oder? Nein, das ist zum Zocken für die Kinder. Echt jetzt? Ja. Nee. Doch. Die Kinder dürfen hier zocken.
Ja, das sind so Malspiele da. Oh, die haben sogar Steckdosen da. Ja. Wenn man mal laden muss. Nee, die sind eigentlich dafür, aber. Echt? Die sind nicht. Ich glaube, die sind unterirdisch. Corona. Nein, die sind wegen Corona nicht. Gehen die Dinger. Ja. Du bist da. Ich wollte das Video nur noch beenden, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch allen einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen in alter Frische.